Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Need for Speed Hot Pursuit. Ja, heute mal auf Seiten des Gesetzes unterwegs. Oh, eine Vorschau. Hohoho. Okay, die Folge fangen wir mal gleich mit das richtig Schönen an. Ein Fahrzeug, was es nur 20 Mal auf der Welt gibt und weit über 1 Million kostet. Und es wahrscheinlich nie in einer Polizeivariante geben wird. Aber egal, es ist ein Spiel. Genauso wie man in GTA ein Bart, wenn man zum Friseur geht, ein Bart bekommt und Afro, obwohl man vorher Glatze und Zentrale an alle rasiert Einheiten, war. Officer benötigen Glatze Unterstützung auf hat der und rasiert Mystic Lake war. Road. Das sind halt Videospiele, ne? So. Dies ist eine Trainingsübung, aber du wirst genauso bewertet, als wäre es eine echte Situation. Ja, das ist die einzige, mit der man was anfangen kann, die Sirene. Die anderen nerven nur. Oh Gott! Ja, die Ding ist doch etwas schneller als davor die Fahrzeuge. Wow, lässt sich ganz anders fahren. Das ist nach den langsamen Fahrzeugen echt eine Herausforderung, mit dem Ding zu fahren. Und ich weiß ganz genau, dass es dann auch wesentlich schneller gekommen werden. So der gute alte McLaren F1 und so. Nein! Verdammt, 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 verdammt. Was? Strafe 0 Sekunden? Was? Verdammt, 900stel. 900stel. Verdammt. Ja, okay. Verdammter Verkehrsunfall. Was haben wir denn bekommen? Neues Fahrzeug. Ein Mazda RX-8. Ja. Wir sind gerade einen Lamborghini gefahren. Was bekommen wir? Einen Mazda. Okay. Was? Achso, weil es noch nicht auf Gold ist, ist es hervorgehoben noch. Das können wir aber später vielleicht mal machen. Erstmal Hot Pursuit. Wie hatte ich gesagt, wir fangen von links nach rechts an. Impreza WRX STI. Ja, das wird Spaß machen. Drei Leute verhaften? Na, das sollten wir schaffen. Das habe ich gar. Ah ne, wir haben gar keine Waffen. Und wir könnten das auch eigentlich überspringen. So, was haben wir denn da? Einen Porsche. Ich glaube, das ist ein Z4 und einen Dodge. Okay. Immer von hinten aufräumen. Ist beschädigt. 15 Kilometer, um die alle zu stellen. Mal gucken, ob wir es in der Hälfte schaffen. Oh, ob der noch lebt. Oh Gott. Verhaftung wurde vorgenommen. Hey, Verhaftung. Ja. Ich habe ihn verhaftet. Wer es glaubt. Nein, nein. Oh, Glück gehabt. So, okay, Dodge gestellt, auch in Ordnung. Hatte ich gesagt, in der Hälfte der Zeit? Okay. Es geht doch wesentlich schneller. Rennen verhindert.
56,50. Hatte ich es nochmal schneller geschafft? Nein, sehr gut. Ich habe jetzt natürlich nicht geschaut, wann ich angefangen habe. Das ist natürlich auch gut. Wie lange ging das Rennen davor? Eine Minute. Da ist jetzt auch eine Minute. Gehen wir einfach mal von 4 Minuten aus. Oh, 3 neue Belohnungen. Wow. So, fortfahren. SCPD-Bericht. Glückwunsch, Officer. Sie wurden befördert. Du wurdest befördert. Sorry. Wir sind ja hier per Du. So, 4 Leute verhaftet. Kadett Stufe 2. SCPD-Bericht. Neues Fahrzeug beschafft. Ford Interceptor Concept. Oder auch Ford Taurus? Ja, müsste ja Ford Taurus sein. Neues Fahrzeug beschafft. Cayman S. Highway-Streife. Füllen ins Auto. So, was machen wir jetzt? Interceptor. Oh Gott. Ich hab Straßensperren bekommen. Als Mitglied des SCPD hast du bei jeder Mission die volle Unterstützung der Einsatzleitung. Für die bevorstehende Mission hat die Einsatzleitung die Verwendung lokaler Straßensperren genehmigt. Wenn die Einheiten angefordert werden, errichten sie eine Straßensperre von dir und dem Verdächtigen. Jede Kollision mit der Straßensperre wird das Fahrzeug des Verdächtigen beschädigen und den Bremsen wodurch die Möglichkeit des Zugriffs bietet. Genau. So. Links nach rechts. X8. Fünf Straßensperren, 2 Minuten für die Auszeichnung. Mal gucken, ob ich es diesmal hinkriege. Ocean Road. Yep. Coral Bay stand da gerade. Gegen einen Dodge Charger. Okay. Das wird schwierig werden. Da man auch, wie ich gerade sehe und mir wieder einfällt, kein zusätzliches Nitro bekommt, da man in den Gegenverkehr fährt. Komm her, Straßensperre. Ich hab ihn. Werde ihn jetzt festnehmen. Straßensperre steht zur Verhaftung. Nein, verdammt. Oh, das kann nicht wahr sein. Ja, Straßensperre bitte. Na, Rekord wird es jetzt nicht, aber. Fahrzeug des Verdächtigen ist schwer beschädigt. Okay, wenigstens Gold geschafft. Verdächtiges Fahrzeug wurde gestoppt. Gute Arbeit, Officer. Manchmal sind die eigenen Kollegen ein größeres Hindernis als Verkehr oder Raser und manchmal. Es ist doof, wenn der Gegner so langsam fährt. Fahrkönnen, 10 Punkte, ja. Er ist auch nicht verdient. Neues Fahrzeug. Mal wieder. Ein Nissan 370Z. Die Z-Reihe gibt es ja auch schon ewig. Einen können wir noch. 177, nee. Machen wir mal auf. Schnelleinsatz. Habe ich gerade auch keine Lust zu. Was haben wir hier?
Interceptor, versuchen wir es nochmal. Bei Regen. Was haben wir bekommen? Was haben wir bekommen? Für die nächste Mission wurde dein Interceptor-Fahrzeug mit einem Abwurfmechanismus für Nagelbänder ausgerüstet. Ah, nice. Diese Waffe wird am Heck deines Wagens ein Nagelband abgeworfen. Fährt der Verdächtige über das Band, wird sein Wagen beschädigt und ist vorübergehend bewegungsunfähig. Nutze diesen Moment, um den Verdächtigen zu stellen. Dein Fahrzeug kann nur eine begrenzte Anzahl von Nagelbändern mitführen. Außerdem ist nach jedem Absetzen eine Pause nötig. Verwende die Bänder also nur, wenn du dir sicher bist. Einsatzleitung Ende. Okay. Ja. Police Interceptor Konzept. Ara-Fahrzeug. 370 PS. Oder 365. Ne, 370 waren's. So, wieder 2 Minuten für die Auszeichnung. Sollten wir hoffentlich hinkriegen. Letzte war 1:32:54. Officer, verfolgen einen blauen. Blauen. Ah, Subaru. Gut. Was waren das gerade für Geräusche gewesen? Hat die Straße verlassen und bewegt sich in Richtung Bach. Ich hab ihn. Der Ding ist festnehmen. Was war das denn? 8 Kilometer auf Abkürzungen, schon so viel. Wow. Ah, wenn ich Abkürzung bekomme, ich aber auch als Nitro. Ah Gott, der war so schlecht geworfen. Verdächtiger hat Nagelband umfahren. Einen Schlag versetzt und wird. Ah, doch, haben ein bisschen getroffen. Hin! So, so kann man jemanden aufstellen. Könnte sogar ein neuer Rekord gewesen sein. Yay! Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich den so stelle. Aber okay. Fighting Dirty. Ja, wir haben ihn im Dreck gestellt. Und 2 neue Belohnungen. SCPD-Bericht. Neues Fahrzeug. Der Audi TTS. Stärkste je gebaute Audi TT. So. Ja. Wir sind jetzt, hoffe ich mal, so 12, 13 Minuten. Jetzt haben wir 4 Rennen mit den Cops gemacht. Ich glaube, das könnte fürs erste reichen. Sehen uns und, naja, hören uns eher beim nächsten Mal. Viel Spaß noch, haut rein!